Okay, ihr geht vor. Ich helfe Charlie. Alles klar. Aber... Na los, Kumpel. Alles gut. Wohin bringst du mich? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an! Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, sind durch. Warte. Da oben ist noch ein Durchgang. Geht weiter. Ich mach das. Wir leuchten dir den Weg. Komm, Kumpel. Gleich geschafft. Oh Gott. Immer näher, es wird enger. Aufhören. Halt, 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 halt! Ich weiß, mein Gott. Oh Gott, ich kann nicht atmen. Scheiße, oh Gott, ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Oh Scheiße, ich muss hier raus, ich muss hier raus! Ich muss hier raus. Oh Gott. Ganz ruhig, okay? Nein. Charlie, los, komm schon, nur noch ein. Lasst mich! Hör auf! Geh! Komm schon, ich bin hier! Mist! Okay, gut. Charlie! Geh! Warte mal. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Wow. Auf ein neues. Ich gehe zuerst. Shit. Folgt mir. Nein, nein, noch drehe ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Oh, toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauche Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Na los, hauen wir ab. Die suchen uns bestimmt.
Unglaublich! Ist das ein Globus? Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine Gruft. Der ganze Raum sieht aus wie eine alte Vorrichtung. Mein Notizbuch. Du hast es Talbot gegeben, weißt du noch? Was? Nein, hab ich nicht. Oh, verdammt. Siehst du da oben was? Die lassen sich sicher entzünden. Sie sehen aus wie Projektionen. Sie markieren Positionen auf dem Globus. Dann zünden wir die anderen. Noch zwei. Noch eins. Unglaublich. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Suchen wir weiter. Ist das das Wasser? Ich weiß es nicht. Oh nein. Bitte. Bitte sag mir, dass du die auch siehst. Ja, ich sehe. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Wenn ich renne, sollte ich es über dieses Becken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee? Wirf die Fackel da runter. Vielleicht kannst du das Becken entzünden. Genau so. Versuch's nochmal mit einer anderen. Sieht aus, als wäre da oben noch ein Becken. Kannst du die Fackel da hochwerfen und das Ding entzünden? Nicht schlecht. Los, hey, die sind hinter dir. Nein, hey, die sind unterwegs. Sehr gut. Okay, geh an die andere Kurbel und hilf mir mal. Dann legen wir los. Alles klar.
müssen aber nicht rüberschwimmen, oder? Was ist los, Charlie? Oh, Wasserschalke, ein kleines Kätzchen. Ich hasse Wasser. Das ist nicht so ein Problem. Okay, noch eins. Okay, und nochmal. Es klappt. Er dreht sich langsam. Jetzt wird er den Globus drehen können. Jetzt wird es interessant. Hey, anscheinend lassen sich die Projektionen auf die Landmassen ausrichten. Na los, dreh ihn. Das muss der Eingang zu den inneren Grüften sein. Komm schon! Na bitte! Okay, wir suchen nach einem Rittergrab. Wie dem in Frankreich. Also wenn ich richtig liege, ist er mit der anderen Hälfte des Amulets begraben. Ist er das? Ja, genauso wie der in Frankreich. Wahnsinn! Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Das habe ich gesagt. Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er's gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da. Siehst du? Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen. Herzlichen Dank. Gut gemacht. Naja, warte mal kurz. Ich glaube, das nehme ich besser. Okay, nichts wie weg hier. Such weiter. Ach, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Ah, hier ist ein Luftzug. Hey, komm her. Ja, ich fühle einen Luftzug. Super, lass das eine Außenwand sein. Sie gibt nach. Charlie, hilf mir mal damit. Ja. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Komm schon, los! Ja! Oh, vielen Dank, das nehme ich. Waffen runter. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na dann, was für ein Dilemma. Das sieht nach einem Putt aus. Bis meine Männer kommen, natürlich. Wir haben Zeit. Oh nein. Jungs? Charlie? Ach, das glaube ich jetzt nicht. Und so wendet sich das Blatt, nicht wahr? Runter mit den Waffen. Leck mich doch, Hunter, schießen Sie. Nein! Halt! Ganz langsam. Okay? Das ist schon viel besser.
töten Sie ihn. Du verdammter Dreckskerl! Cutter, schießen Sie endlich! Mit Vergnügen! Lauft! Lauft zum Tor! Los, los! Er schafft es nicht. Okay, was tun wir jetzt? Was machen wir? Charlie! Was zur Hölle? Sie sind nicht weit gekommen, was? Geben Sie her. Leck mich. Wir können nichts machen, Junge. Verdammt, diese miesen Schweine. Oh, Cutter. Ich habe Ihnen so viel zugetraut. Ja, klar. Wirklich? Sie hatten Potenzial. Jetzt... Tja. Witzig, wie das Leben so spielt, oder? Sie haben mich verraten. Und jetzt sind wir beide hier. Als wäre es so vorherbestimmt. Nein! Beeilung! Los! Charlie! Mist, nicht bewegen! Verdammt. Nicht bewegen! Oh Gott, mein Bein! Nicht anfassen! Es ist gebrochen! Das weiß ich auch! Du musst ganz ruhig bleiben, okay? Moment. Nate, sieh mal. Oh, was zum Teufel! Hier lang! Okay, hier können wir nicht bleiben. Lasst mir die Knarre. Ich leg die Schweine um. Vergiss es. Wir bringen dich hier raus. Los, aufstehen. Hab ihn. Gebt uns Deckung. Okay. Los. Wie ist das möglich? Ich hab ihm doch seinen verschissenen Schnösel anzukommen. Er muss zu einem Arzt. Mist! Ein Hinterhalt! Ja. Hilf mir mit der Tür!
Okay, komm schon, Jungs. Sorry, Charlie. Vorsicht, da sind noch mehr. Ach, Mist. Wir müssen hier raus. Mein Bein. Oh, Mist, verdammt. Ganz ruhig. Okay, okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Morgen. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Na los. Ja, ja. Zwei. Zwei. Ja, ja. Hier hin. Okay. Ja, ja. 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 Okay. Ich mach das. Kümmere dich um ihn. Ah. Da kommen sie. Sally, lass uns verschwinden. Schätze, die sind wir los. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lass die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du noch einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an.
Elena Fischer, Auslandskorrespondentin. Hey, Sally! Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein. Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar, zumindest jetzt noch nicht. Hm? Okay, denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich. Also, was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Ja, also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst sie noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich habe endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich spreche nicht von dir. Was, Sally? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen.